Hallo Freunde, ich habe vor ein paar Tagen ein Video rausgepostet mit der Frage, was sagt die Bibel zum Coronavirus? Und es sind sehr viele, die den angesehen haben. Es kommen auch viele Kommentare, Rückmeldungen. Und deswegen wollte ich eine kurze Fortsetzung machen, eine Ergänzung dazu. Und zwar mit der Frage, wird Jesus jetzt im Laufe dieses Coronavirus-Epidemie-Geschehens wiederkommen? Ist Corona der Anfang vom Ende? Schaut, ich möchte nur kurz wiederholen, was Jesus hier sagte in Matthäus 24. Da wurde er gefragt von seinen Jüngern: Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit? Also die Jünger haben Jesus nach Zeichen gefragt, wann das Wiederkommen Jesu aktuell ist. Weil Jesus sagte, dass er zurückgehen wird zum Vater und dass er am Ende der Zeiten wiederkommen wird. Und dann zählt Jesus einige Zeichen auf. Darüber habe ich letztes Mal gesprochen. Es geht um viele Verführungen, es geht um Erdbeben, es geht um Tsunami, es geht um Kriege, es geht eben auch um Seuchen, die Jesus vorhergesagt hat. Mit diesem interessanten Hinweis, dass dies das Anfang der Wehen ist. Und warum Jesus Wehen einer schwangeren Frau hier in den Zusammenhang bringt, das habe ich erklärt. Wehen kommen in immer kürzeren Abständen und werden immer heftiger. Und das ist so das Ding, wovon Jesus spricht. Und das bestätigen auch alle Statistiken, dass diese Katastrophen eigentlich in allen Zeiten da waren. Aber jetzt in diesen Zeiten werden sie immer häufiger und immer stärker. Wir haben das gehabt zum Beispiel mit den Seuchen. Wir hatten in den letzten Jahren die Vogelgrippe, wir hatten BSE, wir hatten die Schweinepest, wir hatten dann SARS. Das ist ja der Vorläufer von Corona, aber der war damals lang nicht so scharf und lang nicht so weit ausgebreitet. Corona ist ja im Prinzip eine Weiterentwicklung von diesem SARS und betrifft jetzt die ganze Welt. Also wir sehen, wie diese Vorhersagen Jesu in Erfüllung gehen. Und deswegen natürlich jetzt die Frage, könnte Jesus jetzt wiederkommen? Und darauf möchte ich kurz antworten, denn gerade in diesem gleichen Kapitel, Matthäus 24, haben wir da einen interessanten Hinweis. Es ist ja so, immer wenn solche Katastrophen kamen, sind Endzeitpropheten auf den Plan getreten und haben, ja, ich übertreibe jetzt mal, aber das ist gar nicht übertrieben, manche richtige Panikmache gemacht. Jetzt kommt das Ende und so weiter. Aber ist das denn so? Schaut doch mal, was Jesus hier sagt. Er sagt zum Ersten in Vers 36: Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern alleine mein Vater. Das heißt, Jesus sagt, keiner weiß den Tag. Er sagt es auch nicht, wann er wiederkommen wird. Aber jetzt kommen ein paar interessante Hinweise, Leute. Weshalb wir davon ausgehen können, dass das Kommen Jesu nicht in dieser Corona-Zeit passiert und auch sonst nicht in einer Katastrophe. Vielleicht wirst du dich fragen, wie kann man denn sowas wissen? Ja, schau mal, was Jesus selber sagt. Hier beschreibt er, wie es sein wird, wenn er wiederkommt. Also ich sage es nochmal, die Katastrophen, das sind alles Hinweise, dass er kommt. Wehenartig, das heißt, es häuft sich, es werden mehr. Das heißt, das sind Zeichen, dass sein Kommen näher rückt. Deswegen denken viele, wenn jetzt Katastrophen passieren, könnte Jesus wiederkommen. Aber pass auf, was hier steht. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Also, so wird es sein. Wie? Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein.
Da werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, der eine wird genommen, die anderen werden zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Schaut mal, Jesus beschreibt hier die Situation, wenn er wiederkommt. Es wird so sein wie in den Tagen Noahs. Und wie war es vor der Sintflut? Es war alles okay, kein Unheil absehbar. Es war völliger normaler Alltag. Es wird dir beschrieben, sie haben gearbeitet, sie haben geheiratet, sie lebten ihr Leben. Und Leute, und genau das passiert eben momentan nicht und bei einer Riesenkrise auch nicht. Momentan zum Beispiel heiraten die Leute nicht, leider. Auch in unserer Verwandtschaft war eine Hochzeit geplant. Ja, die Flüge gestrichen, nicht? Alles auf Eis gelegt. Wir haben eine andere Person in unserer Familie, die eine Hochzeit plant im Sommer. Ja, die sitzen auf heißen Kohlen. Wird das jetzt stattfinden oder nicht? Ich habe heute mit einem Mann gesprochen, dessen Enkelin heiraten will. Boah, die sind völlig verzweifelt. Ne? Die wissen nicht, ob das stattfinden wird. Also momentan ist nicht von Heirat die Rede. Jesus sagt aber, wenn er wiederkommt, wird es ein völliger normaler Alltag sein. Die Menschen werden arbeiten, sie werden Hochzeiten planen, feiern, organisieren. Es ist kein Unheil absehbar. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Jesus in dieser heißen Phase des Coronaviruses nicht kommt. Jetzt ist die Frage, wieso? Wieso ist das denn? Was hat sich Jesus dabei gedacht? Schaut mal, die Sache ist ganz einfach. Und da kommen wir auf den anderen Punkt, der momentan weltweit passiert. Zum Beispiel letzten Sonntag hat Amerika einen Gebetstag ausgerufen. In anderen Teilen der Welt, wir kriegen momentan Bilder, wo Leute auf den Knien sind, aus Gefängnissen beten Menschen, dass sie beschützt und bewahrt werden vor diesem Coronavirus. Leute, es war in allen Zeiten so, wenn diese Katastrophen kommen, dann gehen Menschen auf die Knie, dann beten sie, dann soll Gott sie bewahren, dann soll Gott sie beschützen, dann soll Gott wieder den normalen Alltag herstellen. Viele tun Dinge geloben, sie bekennen Gott, sie werden das eine oder andere tun, Gelübde ablegen, wenn er sie bloß beschützt. Ja, aber Leute, was passiert denn, wenn dann die Krise wieder vorbei ist? Dann kehren sehr viele Menschen wieder Gott den Rücken. Wie aufrichtig sind denn diese Gebete, die da gebetet werden? Guck mal, das erinnert mich an die Situation damals mit dem Pharao, die in der Bibel beschrieben ist, und Mose. Gottes Gerichte wurden immer stärker. Auch da seht ihr dieses Wehenprinzip. Die ersten Gerichte waren noch relativ milde. Pharao ließ sich nicht beeindrucken. Und je härter es wurde, desto mehr ging er in die Knie, bis er am Schluss einknickte. Aber wenn dann die Gerichte wieder nachließen, wenn die Normalität eingekehrt war, dann hat Pharao wieder sein Herz verhärtet und wollte nichts mehr wissen von dem, was er versprochen hat. Dann kam das nächste Gericht, wieder ist er eingeknickt. Wenn das Gericht vorbei war und wieder Ruhe war, Zeit zum Durchatmen, hat er sein Herz wieder verstockt. Leute, Gott braucht keine verstockten Menschen, die auf die Knie gehen, nur weil der Druck härter wird. Das ist nicht das, was Gott will. Gott ist kein Psychopath, der Menschen die Knie zwingen will. Sondern wir müssen Gottes Liebe erkennen. Nicht Gottes Allmacht anerkennen, sondern Gottes Liebe, die in Jesus Christus am Kreuz offenbart wurde. Diese Liebe, dass Jesus für uns starb, damit wir nicht bekommen, was wir für unsere Sünden verdienen. Aufrichtige Umkehr wäre, dass wir von unseren Sünden umkehren und nicht Gott bitten, uns zu bewahren vor irgendeiner Katastrophe. Gott wartet darauf, dass wir unsere Sünden als Katastrophe ansehen. Das ist der Grund, weshalb die Erde den Bach runtergeht. Das ist der Grund, weshalb unsere Beziehungen zerstört werden. Sünde zerstört die Beziehung zwischen uns und Gott, aber auch die Beziehung zwischen uns und anderen Mitmenschen. Das, was wir als schlimm anerkennen müssen,
ist die Sünde und von ihr abstehen und umkehren. Schau mal, was Jesaja sagt. Ich habe auch schon die letzten Male viel von Jesaja zitiert. Da ist sehr viel Interessantes. Schaut schon, im ersten Kapitel von Jesaja lässt Gott uns ausrichten. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Das heißt, wir haben Schuld auf uns geladen. Wascht, reinigt euch. Aber wir sind damit beschäftigt, unsere Finger zu desinfizieren. Aber Gott redet davon, dass wir unsere Herzen reinigen sollen. Tut das Böse, das ihr getan habt, vor meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Schaut, wenn wir so daran interessiert wären, unser Leben sauber zu bekommen, wie manche momentan interessiert sind, ihren Hintern sauber zu bekommen im Toilettenpapier oder mit diesem ganzen Desinfektionszeug, dann wäre der Welt geholfen. Die Welt geht nicht zugrunde der Mangel an Toilettenpapier, sondern aufgrund der Sünde und Schuld geht es den Bach runter. Lernt Gutes zu tun, sagt Gott. Trachtet nach dem Recht. Helft den Bedrückten. Das sind Beispiele. Schafft der Witwe Recht. Führt den Rechtsstreit für die Witwen. Und dann sagt Gott diesen Satz. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten. Fast wie so ein Boxer, der einen anderen herausfordert. Komm, steig in den Ring. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, also rot, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden oder vom Virus. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Leute, Gott ist nicht an äußeren Lippenbekenntnissen interessiert. Schaut mal, Jakobus, der sagt etwas zum Thema Gebet, was ich noch hinterher schieben will, Jakobus 4, weil manche haben so ein Bild von Gott, dass Gott wie so ein Automat ist. Man tut oben ein paar Gebete rein, drückt auf eine Taste, was man will, und dann bekommt man das. Leute, Gott lässt sich nicht spotten. Schaut mal, was er sagt. Hier in Jakobus 4. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Überlegt mal, so viele Menschen gehen jetzt auf die Knie. Und warum? Weil ihr schönes Leben im Luxus, das sie hatten, in Gefahr war. Sie wollen wieder ihren annehmlichen Lebensstandard zurück. Aber die Frage ist, ob sie von ihren Sünden umkehren wollen. Ob sie sein wollen wie Jesus Christus. Leute, das ist die Frage. Lasst die Katastrophe vorbeigehen. Sie wird vorbeigehen, weil das ist das, was Jesus sagt in Matthäus 24. Jede Katastrophe, die kommt, ist eine Wehe. Sie hat ihren Anfang, sie hat ihren Höhepunkt, sie wird nachlassen. Jesus wird aber wiederkommen, wenn es keiner erwartet. Dann, wenn so eine, ich sage jetzt mal, Atempause ist, wenn die Menschen wieder Luft holen. Deswegen sagt Jesus dort in Matthäus 24, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, dass ihr nicht wieder zurückfallt in eure Sünden, dass ihr nicht wieder den weltlichen, sündigen Lebensstil beginnt. Jesus ist an aufrichtiger Umkehr interessiert. Er wird kommen, Leute. Und diese Zeichen der Zeit sind deutlich. Schaut, wir haben vor einiger Zeit ein Riesenerdbeben gehabt, dann ein Tsunami und Fukushima. Das hat Jesus vorhergesagt. Und wir sehen jetzt die Seuche. Jesus hat das vorhergesagt. Jesus wird kommen. Aber er wird kommen zu einer Zeit, wo es die Menschen nicht erwarten. So wie es in der Zeit Noahs war. Die Menschen haben kein Gericht erwartet. Sie haben gedacht, alles ist okay. Was redet denn Noah? Der hat gesagt, Gottes Gericht wird kommen. Das Ende ist nahe. Es hat überhaupt niemanden interessiert. Und als es kam, Leute, da war es zu spät. Als die Menschen sich aufmachten und dann zu der Arche rannten, war die Tür verschlossen. Gott selber hatte sie zugemacht. Da war es zu spät. Gott braucht keine Leute, die dann anfangen zu rennen, wenn die Krise kommt. Sondern Gott sucht Menschen, die im normalen Leben mit ihm leben.
die in Treue und Liebe, in Harmonie mit Gott leben. Nicht nur irgendwelche Sachen geloben, wenn es eng wird oder vor dem Unheil entfliehen wollen. Leute, das ist zu billig. Deswegen, ich bin mal gespannt, was draus wird. Es ist schön zu sehen, dass Menschen auf die Knie gehen und beten. Aber ich sage dir ehrlich, ich habe genug erlebt. Ich zweifle mal, ob das alles so herzensaufrichtig ist. Und wenn ich Trump sehe, dass er Gebetstag einberuft auf der ganzen Welt, ja, kann auch sein, dass er seine Wähler bei Laune hält und für den nächsten Wahlkampf die Christen mobilisieren möchte. Gott sieht die Herzen an, Leute. Die Frage ist, ob du bereit bist, wenn Jesus kommt. Wir wissen nicht, wie diese Krise weitergeht. Ich weiß auch nicht, ob ich sie überleben werde. Es kann jeden von uns treffen. Aber ich bin von einer Sache überzeugt. Jesus wird nicht im Höhepunkt einer Katastrophe kommen. Das hat er gesagt. Er wird zu einer Zeit kommen, wo es keiner erwartet. Keiner weiß Zeit und Stunde. Wir sollen aber wachsam sein, Leute. Und wir sollen anfangen, Jesus nachzufolgen. Nicht nur in schlechten Zeiten irgendwelche Sachen geloben, sondern auch gerade in den guten Zeiten begreifen, es ist doch wunderbar, in Harmonie mit Gott zu leben. Es ist doch wunderbar, ein reines, heiliges Leben zu führen. Es liegt an dir. Jesus sagt diese klaren Worte: Ich will mit dir rechten. Wenn deine Sünden blutrot sind, so sollen sie schneeweiß werden. Wie ist das möglich? Ja, Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden. Dort gibt es Vergebung für den, der aufrichtig umkehrt. Aber Vergebung, Gnade soll doch nicht einfach nur ein Deckmantel sein, um weiter zu sündigen. Sondern die Frage ist doch nicht, ob du vor Corona bewahrt werden willst, sondern die Frage ist, willst du mit deinen Sünden brechen? Willst du ein reiner Mensch werden, so wie Jesus es war? Das ist die Frage, die Gott dir stellt. Darauf solltest du eine Antwort finden. Willst du heilig sein, wie Jesus ist? Die Frage stellt dir Gott. Deswegen kam Gott in Jesus Christus auf diese Welt, um uns zurückzuholen. Der Bibel steht, wir haben alle die Herrlichkeit verloren, die wir bei Gott haben sollten. Jeder von uns sollte so in Harmonie mit Gott leben, wie Jesus es tat. Dazu bist du eingeladen. Dazu fordert Gott uns auf. Ich hoffe, du kannst eine Entscheidung treffen, weil du wirklich erkennst, wie sehr Gott dich liebt. Er starb am Kreuz für unsere Sünden. Diese Welt, Leute, wird leider verloren gehen. Das hat Jesus klar gesagt. Diese Welt ist nicht mehr zu retten, weil die meisten Menschen nicht umkehren wollen. Es wird so weitergehen bis ans Ende, das hat Jesus gesagt. Aber er wird wiederkommen. Die Frage ist, bist du dann dabei, wenn er die Gläubigen zu sich in seine neue Welt holt? Die Einladung gilt.